Willkommen zurück zu Star Wars. Da wir beim letzten Mal so rüde unterbrochen wurden teilweise, ging die Folge ja nicht ganz so lange und wir werden jetzt hier erstmal gucken, was wir überhaupt machen müssen. Benutze die Konsole in der Allianzbasis, um deine Truppen zuzuweisen. Das würde ich gerne mal schauen, wo das genau ist. Aber das ist ja direkt auf Iokat. Okay. Müsste ich hier extra dahin fliegen, oder nicht? Theoretisch. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich müsste dorthin. Gehen wir mal dahin. Wir müssen ja eh jetzt am Verrat der Chiss spielen. Und dann können wir uns das gleich mal angucken, was da unten sein könnte. Warte, hier geht's runter. Ja, ja. Ich hoffe mal, dass jetzt keine weiteren Störungen hier auftreten werden. Theoretischerweise ist niemand weiter da, der stören kann. Es sei denn natürlich, die Bauarbeiter nebenan machen gleich wieder Krach. Aber es ist eigentlich um die Mittagszeit rum und da ist ja eigentlich immer Ruhe. So, ich denke mal, jetzt kommt gleich wieder eine Sequenz auf dem Planeten, wo wir da hinkommen. Nehmen wir mal Copero, heißt der, so wie es da steht. Oder auch nicht. Na, wir werden sehen. Irgendetwas wird es schon sein. Und ich denke mal, Teron, den werden wir ein bisschen anbrutzeln. Ich habe letztens ins Postfach geguckt gehabt, da war eine Nachricht von Teron drin gewesen. Ja, er würde gerne zurückkommen. Also wie es ist momentan, er kämpft lieber für die Galaxis. Gut, das heißt, wir müssen ihn liquidieren. Das werde ich auch durchziehen diesmal. Ich denke mal, Lana ist da auch ganz meiner Meinung. Wie man sehen kann, habe ich mich umgezogen. Richtiges Inselparadies hier. Ach ja, mit unserem neuen Lichtschwert. Ich habe nämlich mal die Kommandokisten geöffnet. Da war allerlei nützliches Zeug drin, musste ich sagen. Oder feststellen. Darunter ein neues Lichtschwert. Zeige euch dann gleich mal. Dazu habe ich mir noch einen neuen Farbkristall. Oh. Ohne welche irgend. Commander, ich muss euch okay. Warnen. Vor Jahren hat Senta ihren Status riskiert, um einen mächtigen Machtsensitiven in ihre Familie aufzunehmen. Die Chiss sehen Machtanwender als unrein an. Kontaminiert. Ohne Sentas Unterstützung wäre Weiß verbannt worden. Oder schlimmer. Na, da fühlt man sich ja richtig willkommen. Das ist schön. So, Gefährten fortschicken. Wir machen mal Rollenauswahl Tank. So, und wie gesagt, ich habe ja in diesen Kommandokisten neues Zeug bekommen. Ich habe das ganz vergessen, dass man da so ein Zeug alles rausbekommt. Wie man sehen kann, habe ich hier auch allerlei, naja, Handwerksmaterial drin, weil ich nämlich gerade mal meinen Beruf aufleveln will. Hier Kunstfertigkeit auf 600. Ich bin zwar gerade bei 74 mal. Aber irgendwie schaffe ich das schon, denn ich habe nämlich, es gibt natürlich auch Besseres, ich weiß, ich habe hier unten ein Schmuckstück drin, beziehungsweise ist es ja ein Relikt. Und das ist halt besser wie das, was ich momentan habe. Oh, da lohnt sich, denke ich mal, das Anziehen schon ein wenig. So, ich schaue mal kurz hier mal das Lichtschwert, was ich bekommen habe. MK3 Lichtschwert des ewigen Kommando-Machtmeisters. War besser wie das andere. Und natürlich haben wir ein neues, ja, Farbschema für das Lichtschwert. Zack. Sieht ein bisschen anders aus. Man muss halt genau hingucken. Aber es ist wirklich ein wenig dunkler wie dieser violette Kristall, den ich rausgenommen habe. So. Dann tun wir doch mal die ganzen Typen hier zur Seite räumen. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Ach, natürlich. Der ganzen Straße muss ich folgen.
Ich nehme an, ihr wollt sie wieder... Vernichtet die Fremden! Zerstören wäre eine deutlichere Nachricht. Ich würde es schätzen, wenn ihr mir dabei zur Hand gehen würdet. Alles klar, mach mal. Für Hans in Rupini! Ich wollte gerade sagen, ich tue dem Gott den Schaden zufügen. Das hätte mich ja jetzt auch ganz schön gewundert. Für Haus in Rupini! Wo ist denn Rupini? Haus in Rupini! Das ist ja wie auf der Alderan hier mit Häuser. Wo ist Ulgo und so weiter? Für Haus in Rupini! Alte greift auch an, was er vor der Flinte kommt hier, hä? Für Haus in Rupini! Halt dein Maul! Aus. Komm, jetzt geht drauf. So. Oieiei. Wie viel haben wir denn jetzt von diesen Dingern zerstört? Eine gerade mal. Und das gibt... Oh ja, Unmengen in diesem Bereich. Das ist schon mal gut. Dann kann ich mir angucken, wo ich von diesen Dingern noch welche finden werde. Oder halt auch nicht. Ich denke mal, die sind recht gut versteckt. Ihr werdet euer Eindringen noch bereuen. Ihr werdet Kupero nicht Leben verlassen. Doch, werde ich. Die Fremden. Ach, da hinten. Hä? Wie kommt denn der jetzt dorthin? Ich hab gedacht, hier vorne stand noch einer. Also, wie scheint nicht. Egal. Ich heile mich mal eben. Ich meine Barriere hier. So, den einen müssen wir eh nach oben befördern und den anderen können wir auf der Stelle schnell weglassen. Okay, das war jetzt doof, dass ich den Kettenblitz verwendet habe. Für Haus in Rupini! Ernsthaft, das geht mir ein bisschen auf den Keks mit diesem. Oh, es sind Rukini, genau, für hinter uns sind noch welche. Rukini. Halt, nein. Wo kommen denn die alle her? Anu ist gut hier. Für Haus in Rukini. Ich bräuchte mal Hilfe, du. Das ist halt doof, wenn du keinen Jedi oder Sith als Tank hier hast. Für Haus in Rupini! Also wenn euch das auch so nervt wie mich, dann weiß ich warum. Uiuiuiui. Hier waren ein bisschen mehr Typen gerade, warum auch immer. Theoretisch könnte man doch einfach abkürzen, oder? Hier quer durch den Bazar durch. Falls das möglich ist, ich weiß es ja nicht. Ich denke mal, wir folgen einfach bloß mal der... Hier kann man doch wunderbar durchweg abkürzen. Da muss ich auch nicht unbedingt lang. Da sind Haufen von diesen Typen. Wie kommt jemand wie ihr dazu, mit den Chiss zusammenzuarbeiten? Als Kind war ich ein imperialer Flüchtling. Das Reich der Chiss hat mich beschützt. Dafür verlangten sie nichts als meine Treue. Ihr wart Flüchtling? Was habt ihr getan? Das ist vertraulich. Ah, die wird vielleicht den Imperialen ordentlich was ausgewischt haben. Wenn sie ein Flüchtling ist. Die Sith lassen da ja eigentlich keine großen Spielräume für Gnade. Für Haus in Rupini! Haben schon gar nicht die Großmoffs. Vernichtet die Bremser ziemlich übel aus. Halt doch dein Maul. Guten Tag, ich möchte einmal das Blitzgewitter abladen. Für Haus in Rupini! Ich wollte gerade sagen, für Haus in Rupini! Vernichtet die Fremden! Genau, mach ich doch. Für Haus in Rupini! Wo denn noch? Ach, da drüben! Vernichtet hier die auch Fremden. Noch! Wie zur Hölle bemerken die uns denn bitte? Rupini. Das würde mich jetzt mal stark interessieren.
Alter. Für Haus in Rukini! Für Haus in Rukini! Ernsthaft, ich kann so eine Dialoge, glaube ich, auch gar nicht abschalten. Zumindest nicht, dass ich es wüsste. Das ist ja richtig nervtötend. Da bin ich meistens schon Besseres gewohnt hier von Star Wars. Puh. Halt. Ihr werdet Pero nicht Leben verlassen. Ah, das war's für dich. Ah, hier Ihr ist noch einer. Pero nicht Leben verlassen. So. Meine Sensoren registrieren Kommunikationsrelais in der Nähe. Vielleicht hat Theron Hilfe von außen. Platziert Abhörgeräte an den Terminals. Dann kann ich die Daten analysieren. Ja gut, es ist halt eine... von Cupero. Die Behörden haben die Lage unter Kontrolle. Meidet die Interaktion mit Soldaten vom Haus im Ruin. Ihr werdet gebeten, bis auf weitere zu bleiben. Ja gut, das ist ja halt ein Einzelspieler-Flashpoint, deswegen, ja gut, ich weiß nicht, ob man das auch in einer Gruppe machen kann, aber man merkt halt, hier die Mobs, kein Wunder, dass die eher großartig auf den Keks gehen. Weil in den Flashpoints war es ja immer so. Bin ich zumindest der Meinung. Ob es jetzt nun wirklich so ist, ist wieder was anderes. Oh, erstmal dich da aus dem Weg räumen, Junge. Für Haus in Rukini! Genau. Ihr werdet euer Einbringen noch bereuen. Das glaube ich nicht. Der Einzige, der hier bereut, bist du wahrscheinlich. Für Haus in Rukini! Jetzt nicht mehr. Oh nee, schon wieder? Wo kommen denn die ganzen Typen hierher? Das ist doch... Hallo? Für Haus in Rukini! Echt, die Schnauze voll jetzt schon. Allein hier. Ey, wie kann man nur so einen Flashpoint kreieren? Ich sage mal so, von der Umsetzung ist es vielleicht ganz geil, aber doch nicht hier, Für Haus in Rukini! Mit diesen hässlichen, für Haus in Rukini! Die Hunde sagen das wahrscheinlich 5000 Mal, obwohl sie dann schon 10.000 Mal gestorben sind. Gut, der Größenvergleich ist jetzt ein bisschen doof, aber ihr wisst ja, was ich meine. Haben wir nicht hier noch irgendwo ein Apparato? Apparillo? Da ist nichts, dort ist nichts. Da vorne haben wir wieder ein paar Chiss. Oh ja, genau. Bürger von Cupero, die Behörden haben die Lage unter Kontrolle. Meidet die Interaktion mit Soldaten vom Haus im Rukini. Ihr werdet gebeten, bis auf Weiteres in euren Häusern zu bleiben. Wir danken für eure Kooperation. Ich muss jetzt aber nicht dort drüben lang, oder? Sieht zumindest mir nicht danach aus. Und da drüben ist auch nichts. Naja, dann würde ich sagen, gehe ich doch mit Vergnügen außenrum. Ich muss ja eh dem Weg folgen, von daher. So wird. So, hier gebe ich auch mal eine Bubble eben. Wahrscheinlich gleich wieder irgendein nächster Scheiß ankommen. Sag ich doch. Da drüben haben wir schon wieder welche. Komm, holen wir hier einfach. Da drücken eine Dunkelheit und Pein rein. Für Haus in Rukini! So. Gut. Dann hat man die auch fertig. Haben wir hier noch irgendwo so eine Behälter? Nee, ne? Oh, da fliegt unser Shuttle weg. Ein bisschen spät, aber es fliegt. So, drei Kommunikationsrelays braucht man noch. Die nach dem Rücktritt von Kanzler Mardon und dem Verlust des Oberbefehlshabers James Malcolm ins Schwanken geraten ist, statt für Haus in Rukini! Dass die Kaiserin Asina im Moment der Schwäche ausnutzen wird,
um die Eroberung der Ressourcenwelt Iokar voranzutreiben. Radikale innerhalb des Senats drängen die vorübergehende Kanzlerin Galina Rands zu einem Gegenschlag. Doch der komplizierte Verlauf der derzeitigen zur gleichen Zeit melden mehr als 2 Dutzend Kolonien der Republik eine Rohstoffkrise, welche die Produktion von Waffen und Verteidigungssystemen zum Stillstand gebracht hat. Interessant. Ich weiß nicht, ob ihr gerade die Nachrichtenmeldung auch gehört habt, wegen Republik und so, die vorübergehende Präsidentin der Republik und so weiter und so fort, wegen Jedi-Schlag und so. Hört sich schon interessant an, was da alles im Hintergrund jetzt gerade passiert. Im Normalfall kriegst du ja sowas nicht mit. Für Haus in Rukini! Ja, genau. War leider noch weniger Chance. Von Weg und die Scham nach vorne. Bürger von Kupiro. Ach, von ihr. Behörden haben die Lage unter Kontrolle. Meidet die Interaktion mit Soldaten vom Haus. Ihr werdet gebeten, bis auf Weiteres in euren Häusern zu bleiben. Wir danken für eure Kooperation. Hoffentlich lohnt sich das hier. Ist, dass wir bis da hinten durchkommen. Jetzt hier vorne war kein Relais, ne? Ne, sieht nicht so danach aus. So, aber wir haben dort drüben 2 Roboter. Den einen muss ich auf jeden Fall betäuben. Aber den anderen kann ich auf jeden Fall so aus dem Verkehr ziehen. Vor allem jetzt. Wo kommt denn der jetzt her? Hat die Alte den reingezogen? Ich hab's ja jetzt nicht gesehen, aber trotzdem. Egal. Passt und ich brauche mir keine Gedanken. Groß drum machen. So, kurz nochmal heilen, die Alte. Ich weiß, eigentlich würde es besser gehen, wenn wir Zirn machen. Aber ab und an mal eine kleine Heilung. Ach du Kacke, raushauen. Das denke ich mal nicht so schlecht. Ich habe ein ganz dummes Gefühl. Oh ja. Das ist schön. Du brauchst bloß aus der Ferne draufhauen. Oh, das ist natürlich weniger schön. Ich glaube, ich mach mal die ganzen Typen da down. Nur zur Sicherheit. Muss ja nicht sein, dass wir dann hier an einer Überdosis Mobs sterben. Oh, den nur noch. Okay, jetzt kommen die hier wieder. Oh, da kommen schon die nächsten. Oh. Terminal. Zum Glück gibt's so eine Dinger hier. Okay, ich will jetzt wieder volles Rohr reinhauen. Das ist schön, dass du größtenteils mit dem Hexer hier laufen kannst und Schaden machen kannst. Da er viele Auto-Attack-Spells hat. Auto-Attack-Spells. Sofortzauber meine ich. Und halt auch dieses Donnerschlag im Laufen casten kannst. Ist das recht angenehm. Ist halt nicht ganz so wie bei WoW, dem Hexenmeister. Da musst du teils wirklich. Oh, besiegt. Stehen bleiben, um irgendwas casten zu dürfen. So, wir bekommen was Grünes. Hüterdruinen besiegt.
Du hast wieder im Flashbein okay. Ist das ein Erfolg? Scheint so. Schön. Ja, da. Steht ja da. Erfolg abgeschlossen. So, was haben wir bekommen? Das. Aha. Na gut. So wichtig war es dann doch nicht. Ich würde gern rein. Hallo? Ach, da unten. Ich habe vor der Ankunft Tirons Dossier gelesen. Demzufolge war er einer eurer engsten Berater. Wir haben viel zusammen durchgestanden. Ich werde ihn nicht aufgeben. Doch, wirst du. Und dafür sorge ich. Das kannst du mir glauben. Mal gucken, wie weit der Flashband jetzt noch hier ist, weil dann sage ich mal, dass wir das hier beenden. Also nicht beenden, dass wir den Flashpoint voll ausnutzen werden. Also wenn es länger wie 30 Minuten dauert jetzt noch, dann ja, möchte ich gucken, dass ich dann doch irgendwie aufhöre zwischendurch. Das Problem ist halt, beim Flashpoint musst du ja weiterspielen. Was? Kraft, ich hab verstanden, die Macht. Ich hab verstanden, die Macht durchströmt mich. Ich hab schon gewundert, die ist doch kein Sith. Beziehungsweise ein Jedi. Oh, Lebenspunkte wieder voll, dann Abflug. Da oben. Ah, okay. Sonst wäre. Natürlich doch. Oh, den Typen tue ich auch gleich mal mit der drückenden Dunkelheit verlegen. Dann hauen wir gleich nochmal einen Blitzgewitter hier rein. So. Ich weiß wieder nicht, wodurch wir so auf den Schaden erlitten haben. Aber egal. Gut, wo muss ich jetzt hin? Wir müssen. Hä, wie komme ich denn da rüber?